Peace Leute, wie geht's euch? Heute ein neues Trainingsvideo und zwar, das war mein letztes Rückentraining und ich habe mir gedacht, heute gibt's wieder ein Voiceover, da ihr im letzten Video das so gut bewertet habt und das kann ich mir nicht entgehen lassen. Und zwar, es wird Rücken trainiert, das ist gerade der erste Aufwärmsatz, davor habe ich natürlich wieder meine Rotatoren warm gemacht, meine Arme, mein Rücken. Und hier kommen zwei Aufwärmsätze mit 60 Kilo und das ist jetzt schon der zweite Satz mit 100 Kilo. Ich finde es besonders wichtig, wenn ihr Kreuzheben vor dem Spiegel macht, dass ihr genau sehen könnt, ob ihr die Ausführung sehr sauber macht oder falsch. Und es macht auch viel mehr Spaß, wenn ihr euch selber im Spiegel seht. So, das ist hier der zweite Aufwärmsatz mit 100 Kilo, recht schnell, ohne Zughilfen. Und jetzt kommt der erste Arbeitssatz, der ist auch noch ohne Zughilfen, weil ich noch ein bisschen Griffkraft habe. Das ist meine erste Übung des Rückentrainings und ab 180 Kilo ziehe ich dann auch die Zughilfen an und den Gewichtsgürtel. Hier kommt der zweiter Satz, Arbeitssatz, 180. Mich wundert selber, dass ich noch so ein bisschen Kraft habe in der Diät, weil ich bin jetzt im Moment gerade auf 2000 Kalorien. Also meine Makros sind bei 150 Gramm Carbs, 265 Gramm Eiweiß und 50 Gramm Fett. Und es fällt mir richtig schwer, im Moment Kreuzheben zu machen. Das nimmt dir so viel Energie. So, hier kommt der letzte Satz mit 200 Kilo. Hier habe ich, glaube ich, jetzt nur 4 Wiederholungen geschafft. Es war mega schwer, ey. Ansonsten mache ich die in der Aufbauphase sehr easy. Da mache ich dann meine 10 Wiederholungen, 10 bis 12 Wiederholungen mit 200. Und jetzt, wie ihr seht, ist es recht schwer. Aber die Ausführung ist eigentlich noch recht gut. Schönen Rücken gerade halten. So, hier kommt schon die nächste Übung. Sitzendes Rudern am Turm. Einer meiner Standardübungen des Rückentrainings. Eine sehr wichtige Übung für den Rücken. Versucht hier den Rücken gerade zu halten und die Ellenbogen schön nach hinten durchzuziehen, dass ihr eine richtige Kontraktion im Rücken habt. Hier habe ich jetzt wieder eine kurze Pause gemacht. Und dann wieder 3 Wiederholungen gemacht, die ihr gerade gesehen. Manchmal setze ich kurz ab und dann versuche ich noch ein paar Wiederholungen rauszuholen. Hier ein kurzes Posing. Das war der 2. April, wo ich das Video gemacht habe. Rücken wird langsam frei. Das Training war abends um 10 Uhr, da war das ganze Studio leer für mich alleine. War richtig geil. In meinem Studio ist eh im Moment sehr wenig los. Da kann ich gut aufnehmen. So, hier kommt schon die nächste Übung. Auch wieder sitzendes Rudern mit verschiedenen Griffarten an der Hammer Strange Maschine. Eine richtig geile Maschine zum Rücken trainieren, weil ihr verschiedene Griffarten habt. Eng, breit, mittel und finde ich eigentlich richtig top. Wenn ihr die im Studio habt, macht ihr auf jeden Fall. Und hier wieder schön den Ellenbogen nach hinten durchziehen. So, die letzten paar Wiederholungen werden richtig langsam durchgezogen. 1 bis 2 Sekunden hinten kurz gehalten und dann wieder langsam nach vorne.
dass ihr schönen Reiz im Muskel habt, dass ihr gerade am Verrecken seid. So muss es sein. Wenn ihr jetzt keinen Trainingspartner habt oder so, dann müsst ihr halt ein bisschen leichter trainieren. So wie ich jetzt im Moment gerade. Naja, aber wenn ihr einen Trainingspartner habt, dann könnt ihr schöne negative Wiederholungen auch machen. Mit schwerem Gewicht. So, ich habe jetzt hier bis zum Muskelversagen die Wiederholungen rausgehasselt und jetzt gibt es einen Dropsatz. So, hier kommt schon die nächste Übung, eine richtig geile Übung für den Rücken. Ihr nehmt euch eine Flachbank, stellt die schräg irgendwo drauf, nehmt euch zwei Kurzhanteln und versucht hier die Ellenbogen schön seitlich nach oben zu ziehen. Und wie ihr seht, versuche ich ein bisschen nach oben zu gehen im Oberkörper, dass ich ein bisschen es mehr spüre im Rücken als sonst. Boah, ist mit meiner Stimme gerade los. Und hier braucht ihr auch nicht mal viel Gewicht nehmen. Ich habe jetzt vorher einen Satz gemacht mit 20 Kilo und jetzt ist der Satz mit 24 Kilo Kurzhanteln. Manchmal, also in der Offseason, habe ich schon schwerer trainiert, aber jetzt in der Diät habe ich ja nicht mehr so die Power und die Kraft. Da habe ich ein bisschen leichter trainiert. So, hier kommt die nächste Übung. Überzüge am Seilzug. Und zwar hier schön schulterbreit stehen, die Arme sind ein bisschen angewinkelt, aber nicht zu arg. Hier versucht wieder komplett den Stretch mitzunehmen, indem ihr ganz nach oben geht mit den Armen und den Kopf ein bisschen durchstreckt. Dann habt ihr eine schöne Kontraktion im Latissimus. Und wenn ihr nach hinten durchzieht, versucht hinten den Latissimus ein bisschen reinzudrücken, wie ihr seht im Video. Also richtig ein bisschen anzuspannen. Die Beine sind ein bisschen angewinkelt. So, hier gehe ich jetzt vom Seil zum geraden Griff. Hier könnt ihr auch wieder eng greifen, aber ich finde einfach, dass das Gefühl im Rücken anders da, wenn ihr es mit dem Seil macht oder mit dem geraden Griff. Hier könnt ihr auch, wenn ihr einen längeren geraden Griff habt, dann könnt ihr auch viel breiter greifen. Das geht auch richtig gut auf den Lat. Aber hier mache ich es jetzt gerade eng. Hier seht ihr auch wieder, wie ich richtig hinten durchziehe. Die Übung könnt ihr auch im Knien machen. Wenn ihr jetzt einen verstellbaren Turm habt, dann könnt ihr ein bisschen nach unten gehen. Und dann geht das auch gut. Und schön langsam, nicht zu hastig und nicht zu schnell die Ausführung durchzuziehen. So Leute, das war mein Rückentraining in meiner Diät im Moment. Und jetzt gibt es noch ein kleines Posing. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Dann gibt es wieder ein neues Video, ein Trainingsvideo mit VoiceOver. Bis dann, wir sehen uns beim nächsten Video. Peace out.